Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon, das ist The Legend of Zelda Skyward Sword und ich habe eine schreckliche Nachricht, denn wenn ihr diesen Bildschirm seht, habt ihr vermutlich schon den Verdacht, dass hier etwas nicht stimmt. Es hat sich ja auch etwas geändert und ich habe wirklich eine ganz, ganz mega schlechte Nachricht für euch. Ihr werdet es gleich erleben. Das ist Renix. Und er steht vor einer Vogelstatue. Und er steht in einem Gebiet, das euch völlig fremd ist. Ja. Was ist hier passiert? Der gute Renix war weiter schön auf Abenteuerreise und ich habe ihn begleitet, gelenkt und bestens kommentiert. Und, wir haben ein völlig neues Gebiet entdeckt, und zwar die Ranell-Schlucht, die super cool gemacht war und die mir unheimlich gut gefallen hat und, das Video ist tot. ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also, ich habe tatsächlich eine Stunde aufgenommen und diese gesamte Stunde werdet ihr jetzt leider vermissen müssen, denn aus irgendeinem Grund wurde die Videodatei nicht gespeichert. Also, Ton ist alles da, wunderbar, für eine ganze Stunde. Und, das war es aber dann auch schon, ne? Also, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Es ist wirklich traurig, erbärmlich, schrecklich, grausam. Es wurmt mich tierisch. Aber aus irgendeinem Grund wurde die Videodatei nicht gespeichert oder gelöscht oder keine Ahnung was. Ich hoffe, dass das hier jetzt wenigstens funktioniert. Ich habe jetzt die letzten 4-5 Stunden oder so versucht, mit Hilfe von verschiedenen Recovery-Programmen irgendwelche Dateien auf dem Rechner zu finden, Temp-Dateien oder dergleichen, zu dem Video quasi, das ich aufgenommen hatte, um vielleicht irgendwas wiederherstellen zu können. Und es hat einfach nicht funktioniert. Absolut nicht. Also werde ich euch jetzt erklären, was passiert ist. Verzeiht's mir bitte, aber ich kann schlecht das wiederholen, was ich schon gemacht habe und abgespeichert habe. Wir sehen hier jedenfalls in der Wüste Ranell den Donnerdrachen. Ja, dieser Drache sollte uns das zweite Lied beibringen. Dazu mussten wir ihn erstmal treffen. In der Vergangenheit, sprich, wenn dieser Stein hier deaktiviert ist... mal sehen, ob ich das hinkriege. Na, ich kann nicht mal ranlaufen. Okay. Ja, gut. Also, die Vergangenheit, die eigentliche Gegenwart ist. Genau, in der Gegenwart lag an dieser Stelle hier das Skelett des Donnerdrachen. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Skelett des Donnerdrachen. Er war tot. Und, was kann ich weiter sagen? Also ich versuche euch das irgendwie jetzt begreiflich zu machen, was eigentlich so passiert ist in der Zwischenzeit. Hier ging eine Kette nach unten, die ein guter Hinweis darauf war, dass hier etwas versteckt ist. Und wenn ich mich hier herabhänge, kann man es nicht sehen. Na toll. Unter mir befindet sich eine Plattform. Man kann sie immer noch nicht sehen. Hängt wohl von meiner Position ab, aber ja. Dann zeigen wir es eben so. Gut. Käferchen, ja. Flieg. Ja. Ist sie das? Nee, das ist sie. Genau. Diese Plattform. Auf dieser Plattform lag ein Schlüssel. Und, naja. Diesen Schlüssel musste man sich eben mit dem Käfer einsammeln. Gut, wunderbar. Tut man dieses, so hat man die Möglichkeit, diese Tür da drüben zu öffnen. Und dort findet man eben diese Lore mit Zeitsteinen und muss diese Lore dann durch einen sehr langen Weg begleiten. Also sprich, hier drüben ist irgendwo die Tür und man fährt dann mit der Lore durch dieses gesamte Gebiet hier. Man sieht dann schön, wie sich durch den Zeitfluss quasi alles verändert. Man muss hier durch eine Schlucht mit Hilfe von Enterhaken, da muss man hier durch eine Gegend mit Hilfe von der Peitsche und so weiter. Und man hat eben einen endlos langen Weg, zwischendurch immer wieder jede Menge Gegner und so weiter. Und irgendwann kommt man dann eben auf der anderen Seite, sprich mit dieser Schiene, von dort drüben aus in dieser Gegend hier an. Man hat die Lore, kann sie aktivieren und sieht, ja, eben... Gut, diesen riesigen Donnerdrachen, der allerdings nicht so dort rumschwebt wie jetzt im Moment, sondern er liegt am Boden, lehnt sich auf diesen Stein und heult rum, dass er krank ist. Genauso wie diese Roboter rumheulen. Der ist krank, der hilft dir jetzt sowieso nicht. Und er sagt auch, ja, ich fühle mich nicht so gut, ich könnte jetzt nicht dir irgendwas vorsingen, also kann ich dir das Lied nicht beibringen. Und dann muss man sich eben was anderes suchen. An der Stelle kann man dann auch diese Seite hier erkunden. Also es tut mir leid, ich kann jetzt wirklich nicht mehr als euch das Ganze erzählen und erklären, was ich getan habe. Ich kann es ja schlecht anders reproduzieren und ich denke mal, ihr wollt trotzdem wissen, wie es an der Stelle weiterging. Also tue ich das jetzt einfach mal so. Ihr seht schon, an der Stelle liegt schon wieder ein weiterer Zeitstein. Komm, das reicht noch. Ja, reicht noch. Und hier ist auch ein Roboterchen und hier ist ein Loch. Okay, an dieser Stelle stand in unserer Gegenwart ein verrotteter, verdörrter Baum.
Ja, aktiviert man den Zeitstein, ist dieser Baum lediglich ein Sprössling. Und genau diesen Sprössling brauchen wir, denn dieser Baum, oder falsch, nicht der Baum, sondern die Früchte dieses Baumes, sind in der Lage, alle Krankheiten zu heilen. Dummerweise wissen wir, in dieser Wüste hier kann nichts gedeihen. Also, wenn ich hier die Zeit umändere, haben wir zwar keine Wüste, sondern wir haben eine wunderschöne Graslandschaft. Das Problem ist nur, was bringt uns diese Graslandschaft, wenn der Baum noch Jahrhunderte braucht, um auszuwachsen oder so, und wir nur eben zwischen der extrem weit entfernten Gegenwart oder dieser extrem weit vergangenen Vergangenheit eben herreisen können. Also haben wir entweder einen Baum als Sprössling oder eben als verdörrten, ausgewachsenen Baum. Beides hilft uns nicht. Und so mussten wir also diesen Baum ausgraben und an einen Ort bringen, wo er gedeihen kann. Und an der Stelle ist mir natürlich sofort eingefallen, ja, Bato hat da doch was gesagt von wegen in diesem Zeitschrein. Ja, das wäre eine ideale Stelle, um einen Baum zu pflanzen, so in der einen Ecke, wo auch das Licht schön reinscheint und so. Und da war ja auch schon ein Loch vorgesehen, wo man quasi was reinpflanzen könnte. Und naja, ich glaube, jetzt kann man an der Stelle schon erraten, was ich getan habe. Natürlich habe ich den Baum in der Vergangenheit dort in dieser in diesem Loch, in dem Zeitschrein eingepflanzt, den Sprössling. Und ja, als ich dann wieder in die Gegenwart gereist bin, war der Sprössling eben ein ausgewachsener Baum. Dort hing eine Frucht dran und die konnte ich dann diesem Kameraden hier bringen, diesem Donnerdrachen, der darauf wundersam genesen ist und gleich vor Freude wie ein Irrer hier oben durch den Himmel geflogen ist und gesagt hat, ja, jetzt bringe ich dir mal hier ein bisschen Lied bei, ne? Und ja, so haben wir die zweite Stimme gelernt, des Liedes, das wir brauchen. Und anschließend hat dieser nette Kerl uns noch etwas angeboten. Und zwar hat er mal überprüft, ja, was haben wir eigentlich so in unserem Leben geleistet, gesehen, oh, du hast ja schon einen Haufen Abenteuer bestanden. Ich würde gerne mal sehen, wie du dich so wirklich schlägst, wenn du einige dieser Dinge wiedererleben musst. Und wir hatten dann die Möglichkeit auszuwählen, ob wir Kämpfe wiedererleben möchten oder ob wir ja lieber etwas anderes wiedererleben möchten. Sprich, ja, irgendwelche Rätsel, irgendwelche geistesherausfordernden Dinge eben. Und ich habe dann eben zum Schluss so gemeint vom Video, ja, dann machst du eben mal noch ein paar Kämpfe, und habe dann wirklich einige der alten Kämpfe wiederholt und das mit extremer Rekordzeit. Ich habe zum Beispiel für den ersten Kampf gegen Girahim habe ich 35 Sekunden oder so gebraucht. Ihr erinnert euch, der Kampf, den Renix ausgefochten hat und der ewig gedauert hatte. Natürlich macht unser neues Schwert viel mehr Schaden und dadurch ging das schneller. Aber prinzipiell wusste ich eben einfach, wie man ihn besiegen kann, und es war dann extrem leicht, ja. Und so habe ich eben ein paar Kämpfe gemacht, und dadurch bekam ich jedes Mal, wenn ich den Kampf zum ersten Mal beschritten habe, was bei jedem Kampf zwangsläufig der Fall war, erstmal 50 Rubine geschenkt bei einem erfolgreichen Kampf, und er hat mir dann noch eine weitere Belohnung angeboten. Sprich, ja, wenn du jetzt aufhörst zu kämpfen, dann kriegst du das und das, wenn du weitermachst, kriegst du beim nächsten Mal das und das. Allerdings muss man das alles mit einer Lebensenergieleiste machen, das heißt, man hatte keine Heil-Items und ja, musste dann halt gucken, dass man möglichst wenig Energie bei den Bossen verliert. Ich habe das auch relativ weit fortgeführt, sage ich jetzt mal. Und habe dann irgendwann an der Stelle, als er mir angeboten hat, ja, wenn du den nächsten Kampf schaffst, kriegst du ein Herzteil, habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich noch den einen Kampf und hol mir das Herzteil. Und dann mache ich erstmal Cut, weil dann war ich auch schon weit über eine Stunde wieder mit der Aufnahme. Zwischendurch sind mir noch zweimal die Batterien ausgegangen, das war auch nicht schlecht. Also ich spiele ja mit Akkus, und die ersten Akkus waren eben leer, und die zweiten, die ich genommen habe, habe ich dann eben, waren eben irgendwie nicht so ganz aufgeladen scheinbar. Hier sagt er mir eben, ich kann mich entweder in den Kampf stellen oder den Sairen. Ja, ich würde es jetzt prinzipiell an sich schon nochmal zeigen, aber das muss jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt sein. Ich bin der Meinung, es wird noch genug Gelegenheit geben, um das zu zeigen. Also werde ich jetzt mal noch zurück ins Wolkenmeer reisen. Auf jeden Fall, ich denke, euch ist jetzt klar, was für eine Katastrophe hier passiert ist. Also ihr habt wirklich eine ganze Stunde Video verpasst, und es war wirklich verdammt schön. Es hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Ich habe mich mal nicht so dumm dran gestellt wie beim letzten Mal. Und es ist wirklich verdammt traurig, dass ich euch das wirklich alles vorenthalten muss. Aber was soll ich tun? Ich meine, ich habe nur noch die Tondateien. Soll ich die Tondateien jetzt auf YouTube hochladen? Und ihr hört euch quasi als Hörspiel an, was ich getan habe. Haha. Ziemlich witzlos, würde ich sagen. Also, ja, was bleibt mir zu tun? Ich könnte mich mal hier umsehen, was es mit dieser Truhe auf sich hat. Ich könnte auch in den Wolkenhort zurückfliegen und sehen, ob ich dort noch ein paar von den Truhen kriegen kann. An sich, ich kann nicht mehr als mich 100-mal entschuldigen. Ja, und wenn ich jetzt noch 100-mal sage, tut mir leid, wird es nicht besser. Ich meine, ich kann es jetzt wirklich nicht mehr ändern.
Es sind jetzt wahrscheinlich einige Leute ziemlich enttäuscht da draußen und ich bin auch sehr enttäuscht, weil so war das nie geplant. Aber ich kann es einfach nicht mehr retten. Ich habe wirklich getan, was ich konnte. Ich habe die letzten, wie gesagt, letzten 4, 5, 6 Stunden... Ne, 6 Stunden ist übertrieben, aber 4 oder 5 Stunden habe ich wirklich damit verbracht, aus dem Internet verschiedene Datei-Wiederherstellungsprogramme zu suchen und zu versuchen, mithilfe dieser Datei-Wiederherstellungsprogramme quasi eine verlorene Videodatei zu finden. Aber allerdings konnte ich diese Videodatei nicht finden, beziehungsweise, ja, ich konnte etwas finden, das diese Videodatei wohl sein sollte. Aber wenn ich sie wieder hergestellt habe, dann war sie eben gerade mal 0 Byte groß. Also sie hatte eine Größe von 0 quasi. Und ja, das ist ja nicht wirklich das, was wir suchen, weil die Datei, die ich brauche, müsste so um die 16 GB groß sein. Kann ich da irgendwie rüber? Es sieht für mich nicht so aus, als könnte ich mich dort irgendwo festhalten oder so. Von da unten aus, ja, da kann man auf jeden Fall runter, so viel ist sicher. Au, okay. Kann man von hier aus irgendwie dorthin? Das sieht wirklich nicht aus, als könnte ich mich da festhalten. Ich mach mal einen Rundflug. Nee, das ist doch nicht zum Festhalten. Ich verstehe es nicht, also... Ich begreife nicht, wie man auf die Insel draufkommen soll, weil man kann ja nicht drauf landen, wenn man hinfliegt. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Ich probiere es trotzdem mal im Enterhaken, aber ich glaube, die ist sogar außer Reichweite, um das Ding überhaupt zu erreichen, oder? Ja. Keine Chance. Tja, wie wird's jetzt mit Zelda Twilight Princess weitergehen? Twilight Princess sag ich schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Wie wird's mit Skyward Sword weitergehen wohl eher? Tja. Ich werde jetzt erstmal nur dieses Video hier zu Ende produzieren, das wahrscheinlich nicht wesentlich länger als eine Viertelstunde wird, weil es ist einfach viel zu früh am Morgen, um jetzt noch großartig weiterzumachen. Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe heute wirklich relativ produktiv Let's Play. Ich habe eine Stunde Zelda aufgenommen, ich habe noch 2 Stunden was ganz anderes aufgenommen. Ich habe jede Menge Sachen auf YouTube hochgeladen und ich kann jetzt einfach nicht mehr. Also ihr müsst mir das wirklich verzeihen, aber... Es geht jetzt einfach nicht. Ich kann jetzt nicht noch eine ganze Stunde hier dranhängen und wer weiß, wo ich dann wieder ende und wie ich das Ganze cutten kann und so weiter. Nee, das kriege ich jetzt einfach heute nicht mehr hin. Und ich wollte euch aber wenigstens darüber aufklären, was jetzt eigentlich los ist, denn ich habe für heute kein Video mehr, das ich noch hochladen könnte. Also werde ich euch wenigstens dieses kleine Infovideo hier hochladen, damit ihr wenigstens wisst, was passiert ist, warum ich nichts hochlade und naja. Und dann wisst ihr auch für das nächste Mal, wenn wieder ein reguläres Video kommt, warum da ein Stück zwischendurch fehlt. Es macht so einfach mehr Sinn, finde ich, als euch jetzt einfach blind in das nächste Video zu stürzen. Ich hoffe, ihr könnt es mir irgendwie verzeihen, ihr nehmt es mir nicht zu krumm, aber ich kann es, ja, ich kann es nicht oft genug sagen, ich kann es nicht mehr ändern. Es ist passiert, es ist traurig, es ist dumm. Und es ist wirklich höchst ärgerlich, vor allem für mich, weil eigentlich hatte ich vor, hier ein wunderschönes Let's Play zu machen mit vollständigen Videos und so weiter. Und es wird einfach nichts draus. Die Welt scheint gegen mich zu sein. Aber, naja, dann ist es eben so. Es sollte wohl so sein. Also, ja, schade, traurig. Ich kann es nicht ändern. Was habe ich sonst noch so gezeigt? Ja, ich hatte zwischendurch einen Abstecher in den Wald Firone gemacht und habe dort etwas festgestellt. Und zwar hat sich das gesamte Gebiet verändert, allerdings habe ich dort noch nichts erforscht. Also wissen wir, was wir das nächste Mal vor uns haben. Ich sollte vielleicht eine Stadt versuchen, die irgendwie in der Nähe von dem grünen Lichtschein ist, der da hinten ist. Okay. Das heißt, beim nächsten Mal geht es sofort weiter nach Firone, wo wir keine Vogelstatuen nutzen können, außer die vor dem Tempel und die direkt hinter dem Tempel, also dem Hinterausgang vom Tempel quasi. Alle anderen Vogelstatuen können wir deshalb nicht benutzen, weil das Gebiet sich eben verändert hat und wir diese Vogelstatuen wohl neu entdecken müssen, sofern sie überhaupt noch da sind. Mehr kann ich dazu im Moment noch nicht sagen, weil wie gesagt, ich habe mich in dem Gebiet noch nicht weiter umgeguckt. Ich wollte nur eben möglichst schnell an diesen Zeittempel, sage ich jetzt mal. Und dazu habe ich gedacht, ja, könnte ich mich ja an den Hintereingang teleportieren und naja, dadurch habe ich eben diese Informationen quasi erhalten, weil ich ja in der Nähe war, ne? Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe mich jetzt langsam genug entschuldigt. Ich habe euch über alles aufgeklärt, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr enttäuscht und ich hoffe, ihr werdet trotzdem beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es heißt, Let's Play Together mit mir selbst.
The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich verabschiede mich mit einem netten Winken von Link und hoffe, wir sehen uns bald. Macht's gut.